Brauchst du lange? 5 Minuten, auf keinen Fall länger. Und jetzt bring mich nach hinten. Ich bin gleich wieder da. Robert? Robert, hier ist Sherry. Ich möchte mit dir reden. Alles, was noch zu sagen war, steht in dem Brief, Sherry. Fahr nach Hause. Wenn du glaubst, du könntest alles mit einem Brief beenden, hast du dich getäuscht. Da kennst du mich schlecht. Das ändert doch nichts an den Tatsachen. Du kannst doch nicht so davonlaufen. Entweder reden wir jetzt hier oder im Büro. Ich denke mir, du wirst es lieber ohne deine Krankenschwestern tun. Warten Sie hier bitte auf mich. Heizen Sie mal anständig ein. Nancy hatte mich gewarnt. Sie hat gesagt, nimm dich vor diesem Kerl in Acht, der nutzt dich nur aus. Verdammt. Es ist immer wieder dasselbe. Eine Beziehung geht zu Ende. Es ist immer der Mann, der Schuld hat. Ich habe dir nie irgendetwas versprochen. Aber du hast doch gesagt, dass du mich liebst. Findest du, dass das kein Versprechen ist? Nein, es ist kein Versprechen, Sherry. Sowas ist eine Liebeserklärung und die zählt nicht für alle Ewigkeit. In diesem Fall war es eine vorübergehende Zuneigung, die sich sehr bald erledigt hatte. Ach, du bist doch nur ein ekelhafter Heuchler! Also, das länger muss ich mir das nicht anhören. War's das jetzt? Können wir jetzt Schluss damit machen? Und jetzt folgt die alte Tränenmasche. Die feuchte Welle. Verdammt nochmal, ich wollte gar nicht heulen. Du bist es gar nicht wert, dass man deinetwegen heult. Auf Wiedersehen, Sherry. Geht es denn, Mist? 1527 Albon Street, bitte. Hör mal, du hast doch nichts dagegen, wenn wir uns dein Schiff ausleihen, nicht? Du brauchst es ja doch nicht mehr. Damit kommt ihr nämlich sehr gut nach Mexiko runter, nicht? Guck dir mal diese Bräute an! Ah, wo lauft ihr denn hin? Kommt doch hoch, wir können uns doch ein bisschen amüsieren. Wollt ihr den ganzen Tag nur ackern? Lasst euch doch lieber mal verwöhnen. So eine Spitzenbräute dürfen doch nicht den ganzen Tag arbeiten, nur dieses Zeug komplett kommt an Bord. Kommt schon, ihr Süßen! Also das reicht jetzt. Ich gehe da rüber und drehe. Das ist aber keine gute Idee. Die sind gerade angekommen. Vielleicht verschwinden sie auch bald wieder. Ich weiß noch nicht mal, dass dieses Schiff an diesen Steg gehört. Ich gehe rüber und drehe. Tammy, ich finde was. Hey, ihr spinnt doch hier, Bräute. Kommt an Bord und schleppt nicht dieses Zeug. Hallo Cody, wie geht's dir denn heute Morgen? Vom Hals abwärts bin ich in der Form meines Lebens. Und vom Hals aufwärts reif für den Tag. Und wessen Schuld war das? Was fragst du denn? Natürlich hatte Nick Schuld. Bei solchen Sachen hat immer Nick Schuld. Wieso hab ich Schuld? Guten Morgen, Hallo. Seine Birne ist so weich, dass er sich nicht mal mehr erinnert. Ach, ich weiß noch genau, dass du mit dem Mädchen von diesem Zarten was angefangen hast. Das weiß ich genau. Und ich weiß auch noch, dass er sehr, sehr sauer wurde und irgendwas Nettes zu dir gesagt hat. Dann weiß ich auch noch, wie seine beiden Kumpel mitten auf der Tanzfläche über dich hergefallen sind und wie ich dir dann zu Hilfe gekommen bin. Mensch, Jungs, alle Kallerei mit echten Marines. Warum hab ich das wieder verpasst? Warum amüsiert ihr euch immer allein? Oh, es war reines Glück, Murray. Was ist denn das gewesen? Ach, es ist ein Riesenkahn da, ein Kabinenkreuzer. Ist vor 2 Stunden reingekommen. Es sieht ganz so aus, als hätten die da eine tolle Party da drüben. Ach Mist, dass das keine Marines sind. Sonst könnte Cody rübergehen und sich wieder an ihre Mädchen ranmachen. Also ihr habt hier gerade angelegt und das ist ein hübscher kleiner Hafen und... Schätzchen, nun spuck schon aus, was du willst. Hast du vielleicht vor, dich zu beschweren? Dennis, ich glaube, die junge Dame hat ein Problem. Wie wär's, wenn Sie das etwas leiser stellen würden? Leiser stellen? Wir wollen das nicht leiser stellen, wir wollen eine Party mit euch durchziehen, Vergessen Schätzchen. Sie das. Wie sollen wir denn das machen? Wollt ihr etwa nicht?
Du hast mit dem Mädchen von diesem Corporal geflirtet und dadurch hat alles angefangen. Nicht doch, die hat nämlich mich aufgefordert. Ey, hör mal, Murray. Ja? Ich saß da also neben diesem kalten Buffet und ich hatte meinen Pappteller so richtig voll mit Obstsalat und Nick, Kuchen. Hör mal, Nick, darum geht es doch gar nicht. Doch, genau, darum geht es. Sie kam der zu mir. Der entscheidende Punkt ist, dass ich es satt habe, jedes Mal nach einer Auseinandersetzung in der Notaufnahme des Krankenhauses zu landen. Ich habe diesen blöden Wettbewerb satt, wer von uns sich öfter die Nase bricht. Ich habe keine Lust mehr, zusammengeschlagen zu werden. Na gut, okay, ich hab's kapiert. Du hast es satt. Das Wichtigste ist, dass wir dringend zu einer neuen Lebenseinstellung kommen. Gestern Abend habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Kennst du das noch, Nick? Denise hat es dir geschenkt. Das Konversationsspiel. Nach den weisen Sprüchen auf dem Schutzumschlag habe ich aufgehört zu lesen. Gestern Nacht, als ich diese schlimmen Schmerzen in meiner Nase hatte und ich nicht schlafen konnte, habe ich angefangen, darin zu lesen. Und ich glaube, da ist was dran. Es lag doch immer unter dem kurzen Bein von meinem Nachttisch, damit er nicht so wackelt. Pass mal auf, Nick. Das Wichtigste ist... Was? Ich glaube, wir gehen mit diesen unverbesserlichen Typen einfach nicht in der richtigen Weise um. In diesem Buch steht nämlich, wenn man nicht auf die Worte achtet, die die Menschen sagen, sondern mehr auf ihre Gefühle und dann von der Rückkopplung dieser Emotionen ausgeht, zerstreuen sich auch die Emotionen. Na, große Klasse. Ich freue mich schon, meine Rückkopplung einzusetzen. Also entschuldigen Sie bitte, ja? Bleib hier. Du haust da jetzt nicht ab, Süße. Du kannst da hier bleiben und wir machen es uns ein bisschen nett. Na, komm schon. Ja, endlich haben wir eine Karte. Ja. Ach, dann wissen wir wohl alles, was wir wissen müssen, nicht, Nick? Wir laufen durch die Gegend wie im Werbespot für Heftpflaster. Und du glaubst, dass wir unser Verhalten gegenüber den Leuten nicht verbessern müssen. Also Moment mal, Moment, Leute. Ich finde, Nick, dass Cody da eine gute Idee hat. Und die wäre? Es ist doch so. Ich habe ein Jahr Kommunikationspsychologie an der Universität belegt und habe dieses Buch gelesen. Und es ist absolut korrekt. Aggression kann dadurch abgebaut werden, dass man jemandem, der wütend ist, sagt, dass man seine Wut anerkennt und dass man bereit ist, darauf einzugehen. So steht es hier in dem Buch. Das ist eine der leichtesten Übungen. Ich habe nur noch eine Frage. Entwaffnen wir die Gangster zuerst oder gehen wir erst in Deckung und reden von da aus auf sie ein. Das war doch von Anfang gar nicht so schlecht, meine Süße. Lassen Sie mich los, verdammt nochmal! Was ist denn da los, verdammt nochmal? Was läuft denn da? Was treiben die denn da? Hey, das war Tammy. Sie ist von dem Schiff gefallen. Kommt mit! Hier, gib mir deine Hand. Tammy, ist doch nichts passiert? Nein, es geht schon, Cody. Vielleicht sollten wir jetzt die Polizei rufen. Nein, nein, Cody hat doch so eine neue Philosophie, wie man mit Aggressionen fertig wird. Wir haben jetzt keine Probleme mehr. Ja, auch wenn du mich für einen Schwachkopf hältst. Sag ich doch gar nicht. Ich sage nur, dass meine Nase heute nicht mehr viel vertragen kann. Also los, Junge. Wir haben Sie gebeten, das leise zu stellen, aber Sie haben es nur noch lauter gemacht. Wir sollten die Polizei holen. Wer ist denn da angekommen? Die Volleyballmannschaft? Hallo, die Herren. Guten Morgen. Können wir Ihnen vielleicht behilflich sein? Verzieh dich, ja? Dieses Schiff kenne ich überhaupt nicht. Woher kommen die Herren? Du hast mich wohl nicht richtig verstanden. Ich hatte gesagt, verzieh dich. Sind Sie vielleicht etwas wütend heute Morgen? Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen? Ich würde Ihnen nämlich sehr gerne helfen. Niemand von uns möchte weiteren Ärger verursachen. Da liegst du daneben, Junge. Ich bin nämlich ganz scharf auf Ärger. Wie fändest du das, wenn ich dir gleich ein bisschen Ärger mache, du Pflaume? Es läuft großartig, Cody. Gib mir noch eine Minute, Nick. Mach weiter. Was seid ihr für Pfeifen? Ich bin die Dame vom Begrüßungskomitee. Ich wollte Ihnen zwei faule Birnen überreichen, aber Sie haben sich ja schon versorgt. Hör auf, Nick. Ah, ah. Warten Sie, hören Sie. Also Leute, ich weiß wirklich nicht, was sie so aufgebracht hat. Aber ich verspreche Ihnen, niemand hier hat das gewollt. Wir würden uns freuen, wenn sich alles aufklärt. Ich glaube, die haben auch nur den Schutzumschlag gelesen. Ja, gut, ja, du hast leider recht. Diese Affen sind zu blöd. Mit unkultivierten Hohlköpfen kann man nicht kommunizieren. Jetzt haben sie dich verstanden. Wir werden euch da gleich flachlegen, ja? Dabei waren wir so höflich zu euch. Es war wirklich nett von euch, dass ihr hier mal vorbeigesehen habt. Aber länger ist diese Anlegestelle nicht frei. So sieht das jetzt aus, du Mistkrähe. Ihr zieht jetzt Leine. Entweder ziehen wir euch da raus oder ihr dampft ab. Aber wie auch immer. Ihr stecht den See. Ganz wie ihr wollt. So ist es doch, ne? Du hast es den Herren klar gemacht, Mary. Okay, dann mach mal die Bugleine los. Ich nehme die Heckleine und dann ziehen wir den Kahn hier raus. Ja, klar. Und wenn ihr vorhabt, hier nochmal einzulaufen, werden er und ich und die anderen Volleyballspieler hier mit Eisenwaren in der Hand auf euch warten. Verstanden? Geht doch den Touristen in Point Magoo auf den Geist, ja? Ich hab gesagt, wenden, wenden! Ich hab, Carter. Hör doch auf, Mann. Wir haben also Ärger gehabt mit diesen Hafen-Cowboys. Was soll's? Willst du etwa zurück und wegen nichts und wieder nichts auf die Leute ballern? Es dauert noch nicht mal einen Tag, dann ist Davy raus.
Und wir kratzen die Kurve nach Mexiko. Halt die Schnauze! Niemand macht mich so an, niemand rotzt mir ins Gesicht. Hör auf, Carter! Dieses Dr. Atkins Boot. Klar, ja, ich meine, wenn wir einen Haufen Ärger machen, besuchen uns die Bullen und die reimen sich alles zusammen. Also, ich gehe dahin, wo ich will. Und ich tue auch, was ich will. Wenn du mir in die Quere kommst, dann bist du dran. Verstanden? Hör mal, der tritt ja mal mehr durch. Kannst du nicht mit dem reden, er ist dein Vetter. Schnauze! Ich überleg mir was. Der dreht durch, Dennis. Er will in den Hafen zurückfahren und die Leute umlegen, ohne jeden Grund. Ich hab gesagt, Schnauze! Wir haben eine neue Miss Amerika seit gestern, großartig. Doch das Beste daran ist Miss Amerikas Name. Sie heißt Vanessa. Das hört sich an, das gefällt mir, Vanessa. Ich kann auch keine Frauen mehr leiden, die Peggy Sue oder Marilyn heißen. Endlich haben wir eine Vanessa. Stellt euch mal vor, unser Präsident hieße Darnell. Jetzt unheimlich viel Sport im Fernsehen. Immer mehr Frauen interessieren sich für Sport. Nur Männer und Frauen gucken sich das aus ganz verschiedenen Gründen an. Die Frauen interessiert es überhaupt nicht, aus welcher Stadt eine Mannschaft kommt und wie viele Punkte sie macht. Das ist alles nur dummes Zeug. Tut bloß nichts an Nummer 42, okay? Hoffentlich bricht er sich nicht. Ja, so ist das eben. Vielen Dank, liebe Leute. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen. Esst was und habt Spaß. Hallo, Mama Max. Klasse. Weißt du, als ich dich hierher eingeladen habe und dir gesagt habe, dass ich bezahle, sollte das nicht heißen, dass die ganze Mannschaft erscheint. Max, ich würde dir sehr gerne sagen, dass dein komischer Vortrag wirklich sehr lustig war. Ich meine, du hast uns, glaube ich, alle zum Lachen gebracht. Also, ich wollte sagen, ich habe wirklich gelacht. Ich habe gelacht, nicht? Habe ich doch. Oh, du hast wirklich gelacht, Maria. Ich habe doch so gelacht. Ich habe gelacht, ja. Geht's dir eigentlich immer so? Enthusiasmus ist meine stärkste Eigenschaft. Das glaube ich dir glatt. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr den Mädchen geholfen habt. Wisst ihr, als Straightaway das Boot gekauft und mir die Verantwortung aufgebürdet hat für diese heiratsfähige Crew, da hat er mir nichts von all den Spinnern erzählt, gegen die man ankämpfen muss. Deshalb ist es ja gut, dass wir in der Nähe sind. Ich weiß es auch zu schätzen. Also dann, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, aber nicht zu spät, meine Damen. Morgen um 6 kommt eine Gruppe von Bankdirektoren an Bord und ich möchte nicht, dass meine Crew verkatert aussieht. Gut, wir bringen Sie auch bald nach Hause, Max. Danke sehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich gehe jetzt zurück aufs Boot. Ich muss mich noch um unsere Steuererklärung kümmern. Wir treten jetzt steuermäßig als richtige Detektei in Erscheinung. Wir sind jetzt auf dem allerbesten Weg, ein ganz heißer Laden zu werden. So sieht das aus. Wir haben einfach einen überwältigenden Abschluss im Steuerjahr 84 gemacht. Ich habe das alles im Computer, Mädchen. Wollt ihr euch vielleicht mal so richtig amüsieren? Oh, kommt doch zurück mit mir aufs Boot, da könnten wir uns dann einen schnellen Überblick über die Außenstädte vom Januar verschaffen. Das ist da alles drin und das ist echt gut. Also dann gute Nacht. Trinken wir auf die kreative Kommunikation. Ja, und auf die Überzeugungskraft einer 45er. Jetzt feiern wir mal eine kleine Boss-Microchip-Interface-Party, ja? Pass auf, was hinter dir passiert, Murray. Schluss jetzt! Hey, was ist denn los? Oh! Ihr habt geglaubt, ihr könntet uns fortjagen. Murray! Ich muss dieses Ding runterkriegen, das bringt einen ja um. Weißt du, Nick, ich glaube, du hast recht. Ich glaube auch, dass diese Psychoregeln nicht funktionieren können bei solchen Typen mit Knüppeln und Ketten. Aber das aktive Zuhören könnte bei Gesprächen mit Verdächtigen sehr nützlich sein. Das aktive Zuhören? Mhm. Ist das so was Ähnliches wie Interesse heucheln an dem, was jemand ablässt? Nein, Nick, das ist der Weg zu einer echten Kommunikation. Warum musst du dich bloß so engstirnig und hirnverbrannt verhalten? Das ist die echte Kommunikation. Ein Freund anpöbeln. Was treibt denn Murray bloß da unten? Hey, du, was machst du da? Hey,
Und was tun wir jetzt, Professor Freud? Ich weiß nicht genau. Schwimmen wir um die Wette? Einverstanden. Nächstes Mal nehme ich aber wieder meinen Knarre mit, ja? Robas, fehlt dir auch nichts? Es tut mir sehr leid. Wir haben uns doch mit dem Kerl nur kurz angelegt und der kommt prompt zurück und fängt die große Ballerei an. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Aber das Schlimmste daran ist, dass unsere ganzen Daten für die Steuer verloren sind. Alles, was ich zusammengestellt hatte, ist jetzt gelöscht. Ich habe 2 Monate daran gesessen, die ganzen Zahlungsein- und Ausgänge zusammenzustellen, die ihr auf diesen unheimlich vielen kleinen Zetteln in der Zigarrenkiste aufbewahrt. Alles futsch. Was hast du denn, Murray? Hast du was gegen unsere Buchführung? Buchführung? Cody, das nennst du Buchführung? Ich habe eine Menge Papierschnipsel bei Laborratten im Käfig rumliegen sehen. Das war ordentlicher als euer Zeug. Ganz egal, wer dieser Kerl auch ist. Auf jeden Fall ist er völlig irre. Und wir müssen so schnell wie möglich wissen, was er will, bevor er noch jemanden verletzt. Moment mal, Cody. Willst du etwa sagen, dass die Sache jetzt ein Fall für uns wird? Heißt das, wir haben einen neuen Fall? Ja, Murray. Und außerdem einen, der es in sich hat. Das Ganze sieht zwar alles andere als einfach aus, aber ich würde sagen... Was denn, Nick? Wie denn? Was? Naja, Nick meint damit einfach, wir haben einen Verdächtigen, dessen Namen wir nicht kennen und der auch noch total durchgedreht ist. Und wir müssen auch schon für einen Haufen Schäden blechen, die wir noch nicht mal verursacht haben. Das auch noch. Das Schlauchboot ist auch nicht mehr zu flicken. Und der dritte Punkt macht den Fall einfach unwiderstehlich. Was ist der dritte Punkt? Keiner bezahlt uns dafür. Ah, fast, Junge. Das kann doch keiner ablehnen. Also, Jungs, ich weiß schon, wie wir in der Sache vorwärts kommen. Ich stelle fest, wem die Yacht gehört. Dazu muss ich mich nur in den Computer der Küstenwache reinhängen, den Schiffsnamen Endeavour eingeben und schon kennen wir den Eigner. Gibst du mir mal den tragbaren Computer? Robas, komm her. Also, wenn der Kahn Graf Dracula gehört, sollten wir den Fall doch lieber fallen lassen. Alles ganz einfach. Ich gehe jetzt in den Küstenwachen-Computer. Also dann wollen wir mal. Ich gehe jetzt auf Online und tippe jetzt Endeavour ein. Endeavour, Los Angeles, Dr. Robert Atkins, 1658 Dorsey Drive. Wir sind nicht umsonst hier. Da ist jemand draufgegangen. Ja, Dr. Atkins, wer sonst? Ich habe eine Idee. Ich kann doch aussteigen und denen ein paar Fragen stellen. Ja, ist eine gute Idee, Murray. Ich fänd's besser, wenn Murray hier bleibt und einer von uns die Fragen stellt. Ach, lass ihn doch mal, Nick. Murray ist doch ideal dafür. Er sieht doch genauso aus wie die Typen, die bei Polizeieinsätzen rumstehen und dumme Fragen stellen. Ja. Da hast du auch wieder recht. Er ist die Idealbesetzung. Also folgendes. Ich möchte, dass du jetzt zu ihm gehst, ja? Und denk dran. Aktives Zuhören, Rückkopplung der Emotionen und genau. Sieh ihn ruhig in die Augen und verkauf dich, Junge. Verlass dich drauf. Ich habe das Buch gelesen. Wir müssen da unbedingt rein. Hast du den kleinen Koffer? Alles dabei. Also, Stromableser? Das kauft uns die Polizei nie ab. Hast du recht, ja. Als Telefonmonteur? Nein, das läuft doch nicht, Nick. Wenn der tot ist, ist es doch egal, ob sein Telefon funktioniert. Nicht schlecht, Cody. Swimmingpools. Ja, das ist es. Das ist gut. Hast du den Aufkleber? Ja. Und du holst ja vom Nachbarn noch ein paar Utensilien, ja? Gemacht. Sehr nett, danke sehr. Nick, Cody, Nick! Hey Leute, du, Nick! Hey, das wird hier ein getankter Einsatz von uns, also brüll hier nicht durch die Gegend. Verzeihung. Ich verstehe, wir sind vom Swimmingpool-Service, ja? Genau, wie hast du das denn rausgekriegt? Ach, das war Dr. Atkins, wurde letzte Nacht erschossen, die Spurensicherung ist jetzt im Haus. Pooltechniker, ja? Als Pools, könnte ich bitte R sein? Sowas wollte ich schon immer machen, mit einem Murray, Netz, Murray, mit einem Spezialmesser. Murray, bleib ganz ruhig, das wird keine Gehirnoperation. Ah, kommt drauf an, wie man das anfasst, ne? Also los. Stehen bleiben, Leute. Officer, können Sie mir vielleicht sagen, was hier los ist? Wendet mal schnell und verschwindet aus der Auffahrt. Ich habe den Leichenwagen gesehen. Ist da jemand gestorben? Ja, Dr. Atkins. Also wendet jetzt und fahrt weiter. Es ist besser, wenn ihr morgen wiederkommt. Also wissen Sie, ich habe doch erst gestern mit ihm gesprochen. Naja, eigentlich rief er an und hat mit mir gesprochen. Erst gestern habe ich mit dem Typ gesprochen. Ist ja großartig. Fahren Sie jetzt endlich los. Ja, Sir, klar, Officer. Ganz wie Sie wollen. Aber was machen wir jetzt bloß mit dem Kompressor an der Hauptpumpe des Pools? Ist mir egal, was Sie damit machen. Hauptsache, Sie machen es morgen. Wenn der Knabe tot ist, dann macht es ja nichts mehr aus, wenn die Antiquitäten in seinem Schwimmbad ruiniert werden. Wovon reden Sie überhaupt? Also, das ist so, der Doktor hat gestern einen Haufen Ärger mit der Pumpe gehabt und wir haben ihm gesagt, er soll den Hauptschalter abstellen. Aber dadurch entsteht ein unheimlich starker Druck im gesamten System. Und alle Plastikleitungen in der Wand vom Schwimmbad können platzen. Morgen sieht's da drin aus wie in einem römischen Bad. Ich kann euch aber nicht reinlassen. Ich fummel sowieso nicht gerne an dieser altmodischen Anlage rum. Der Propeller von der Kreiselpumpe kann einem um die Ohren. Ach, hör doch auf, du übertreibst doch. Also Sie könnten das Ding auch für uns abstellen. Das ist keine große Fummelei oder so. Denn sonst könnte das einen Haufen Geld für die Renovierung und die Möbel kosten. Also ist nichts dabei, ist im Handumdrehen erledigt. Also gut. Was muss ich da tun? Okay, danke. Ich werde Ihnen das mal erklären. Also, Sie suchen zuerst die Hauptpumpe hinter der Hecke direkt am Pool. Und dann greifen Sie nach unten und da finden Sie diesen kleinen Kompensationsknopf. Also der ist direkt unter den Leitungen für das Heizsystem. Und wenn Sie an dieser Stelle sind, drücken Sie mit Ihrer linken Hand auf den Knopf.
Und mit der rechten drehen Sie dann das Druckventil ab. Das sitzt vorn unten an der Anlage. Also dafür muss man schon ein bisschen Gefühl haben, weil das ganz weit hinten sitzt. Nur fassen Sie auf keinen Fall in diesen Propeller, denn dieses alte Ding ist wahnsinnig scharf und dreht sich wahnsinnig schnell. Da kann einem schon die Finger absäbeln. Freut mich, dass du das zugibst. Wie lange würden Sie brauchen, bis Sie fertig sind? Och, wir wären in einer Viertelstunde wieder draußen. Leicht. Okay, dann lass Sie jetzt rein. Sie müssen die Pumpe von dem Pool abstellen. Schönen Dank, Officer. Sonst hätten Sie noch renovieren müssen. Ihr seid ja richtige Experten für Schwimmbäder, Leute. Wir haben nicht den kleinsten Schimmer von den Dingern, Murray. Aber Officer Davis auch nicht, hast du ja gemerkt. Am besten schnell rein und wieder raus. Jemand hat den Doktor erledigt und auf seinem Boot tummeln sich jetzt diese Gehirnamputierten. Die haben todsicher was damit zu tun. Ach, entschuldige mal, das weiß doch jeder Detektivanfänger, dass es keine Zufälle gibt. Ja, das muss einfach so sein, das ist logisch. Ja, Atkins war also Arzt, ja? Mhm. Also, wir haben doch die weißen Schlachterjacken da hinten. Wir trennen die Etiketten ab und dann sind wir Ärzte aus dem Labor. Gute Idee, ja. Gib mir auch eine Brille, bitte. Brille? Ja. Wir dringen jetzt also unter falschen Vorzeichen ein? Ich meine, wir schlagen uns direkt hinter die Polizeilinie und stoßen so auf den Tatort, nicht? Du bleibst aber besser hier, Murray. Wieso denn? Naja, Polizisten sind misstrauisch. Die Sache wird jetzt wirklich sehr heiß, Murray. Also langsam, langsam. Wenn es etwas gibt, von dem ich mehr verstehe als ihr, dann ist es die Wissenschaft. Und wenn ihr als Laborärzte auftreten wollt, dann verstehe ich mehr davon. Ja, versteht mehr davon. Ich reinige das Becken und kümmere mich um den Propeller. Ja. Sie hat zu mir gesagt, ich soll im Wagen warten. Also blieb ich in meinem Taxi und sie geht da rein und erschießt ihn. Mann, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Ja. Da fahre ich eine Mörderin durch die Stadt und habe keine Ahnung davon. Sie müssen bitte Folgendes tun. Sie kommen zu uns und versuchen, sie bei einer Gegenüberstellung zu identifizieren. Klar. Und das Revier wird Sie anrufen. Das wird dann heute Nachmittag sein. Ja? Entschuldigen Sie, Officer. Wir benötigen die Laborschalen mit der Pilzkultur aus dem Krankenhaus. Eine Pilzkultur? Ja, wir sind vom Universitätslabor. Wir sind hier, um die Proben aus unserem Institut abzuholen. Ja, wissen Sie, wir müssen die Actinomycosis bulbous-Kultur umgehend wieder zurückbringen, bevor die Vermehrungsquote eine unkontrollierbare Eigentoxikose der Sporotrichium-Fungi-Kultur erreicht. Wir kommen sonst zu keiner aussagefähigen Analyse über die Infektion unseres Patienten. Sie verstehen sicher, das ist so was wie ein Notfall. Ist das Zeug ansteckend? Nun ja, manchmal ja, manchmal nein. Aber wenn es einen erwischt, dann wird das Leben sehr unangenehm. Gut, gehen Sie durch. Danke sehr. Schaffen Sie das Zeug hier weg! Die Nummer war wirklich sehr gut, Murray. Alles Erfahrung. Der Taxifahrer hat Sie hier am Tatort... Warum glauben Sie mir nicht? Sie haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Robert lebte noch, als ich aus dem Haus ging. Aber hören Sie mal, Sherry. Der Taxifahrer sagt, Sie hätten sich gestritten und dann seien Sie sehr erregt zu ihm in den Wagen gestiegen. Ich war völlig durcheinander. Ja, wir hatten uns gestritten. Ich habe ihn wirklich nicht ermordet. Sie hatten ein klassisches Motiv. Er hatte sich von Ihnen getrennt. Ich möchte nur wissen, ob Sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Mehr nicht. Offensichtlich wollen Sie das nicht. Ich möchte Ihnen wirklich helfen. Nur ermordet habe ich ihn bestimmt nicht. Ich war es nicht. Mellers? Man hat mich gerade erst erreicht. Lieutenant, wo waren Sie denn? Ist doch egal, wo ich gewesen bin. Jetzt bin ich hier. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Sie ist ganz schön ausgekocht. Sie bleibt bei ihrer Geschichte. Sie sagt immer wieder, dass sie es nicht war. Sie war es nicht und dabei bleibt sie auch. Nehmen Sie die Braut fest und bringen Sie sie von ihr weg. In Ordnung. Ist ja nicht gerade viel. Haben Sie sie hier rauskommen sehen? Nein. Aber sie ist weg. Hey, wird aber auch Zeit, dass ihr kommt. Quinlan ist aufgetaucht. Ja, lass uns abhauen. Da los! Das Mädchen ist weg. Wer ist da eben rausgefahren? Diese Schwimmbadtypen. Du willst mir also erzählen, dass diese Sherry mit dem Taxi vorfährt und dem Fahrer sagt, er soll warten. Dann geht sie rein, legt Dr. Atkins um und haut wieder ab. Das ist doch Schwachsinn. Ja, das hört sich sehr unwahrscheinlich an. Das ist wieder eins von Quinlans linken Dingern. Dem ist das ganz egal, ob das einen Sinn ergibt, solange es ihm in den Kram passt. Als Ex-Geliebte ist sie für ihn abgestempelt. Ex-Geliebte? Das macht sie aber schon verdächtig, Nick. Murray, wir haben jetzt 1985. Wegen einer kaputten Beziehung bringen sich die Leute nicht mehr um. Sie besaufen sich und melden sich wieder bei der Aerobik an. Ach, so machst du das vielleicht. Glaubst du denn an diesen Schwachsinn? Ich sag dir, dieser Gorilla auf dem Boot gibt einen wesentlich passenderen Mörder ab als dieses Mädchen. Ist sie hübsch? Ja, sehr. Finde ich auch. Ist sie blond? Ja. Ist sie das? Ah! Hallo, Sherry, war ein anstrengender Tag. Hm? Nehmen Sie sofort Ihre Hand da weg. Cody, hol mal das Buch raus. Ich komme hier irgendwie nicht weiter.
Miss, für mich ist es ganz eindeutig, dass Sie dringend Hilfe brauchen. Ihr ganzes Leben wird zurzeit von einer schrecklichen Sache beherrscht. Ich weiß, wir sind völlig Fremde für Sie, aber schon, dass Sie hier in diesem Wagen sind, bedeutet doch, dass wir jetzt auch in diese schreckliche Situation verstrickt sind. Ich will Ihnen eigentlich nur sagen, Sherry, dass Sie in einer Situation wie dieser, die spontan und ungewollt entstanden ist, sich vollkommen frei fühlen sollten. Sprechen Sie offen aus, was Sie empfinden. Alles. Ihre Frustrationen, Ihre Wut, Ihre Ängste. Einfach alles. Wir sind wirklich bereit, Ihnen zuzuhören. Großer Gott, ich möchte mich am liebsten umbringen. Das ist ja umwerfend, wie du das hingekriegt hast, Mann. Umwerfend. Ach. Ich verstehe das nicht. Vielleicht läuft das einfach nicht bei Verdächtigen. Vielleicht klappt das mit dem aktiven Zuhören bloß bei Kellnerinnen und an Tankstellen. Ich hätte das nie tun können. Er war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Aber bei dem Beweismaterial, das die Polizei hat, wird das wohl sehr schwierig zu beweisen sein. Und ich verstehe auch sehr gut, wie schwer es jedem fallen muss, mir zu glauben. Wir glauben Ihnen, Sherry. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie jemandem so blind vertrauen, der Ihnen beim ersten Kennenlernen eine Pistole ins Gesicht hält. Ja, aber so blind ist unser Vertrauen gar nicht. Wir vertrauen Ihnen wegen dieses Ringes, den wir Ihnen geschenkt haben und der jetzt orange funkelt. Was? Also, das ist ein Stimmungsring, den Murray entworfen hat. Er zeigt die Emotionen von Menschen an, indem er je nach Stimmung die Farbe wechselt. Das ist ein Biorückkoppelring. Ja, und er ist auch ein Lügendetektor. Wenn man die Wahrheit sagt, leuchtet er orange. Aha. Und ich dachte, Sie hätten ihn mir geschenkt, um mich aufzuhalten. Also Augenblick mal, Sherry, das sollte Ihnen doch gut tun. Er beweist uns, dass Sie nicht lügen. Das gibt uns ein gutes Gefühl, Ihnen zu helfen. Ich weiß, es kommt einem zuerst etwas hinterlistig vor, aber wie Sie schon sagten, Sie haben uns ja erst mal mit einer Kanone bedroht. Ja, da haben Sie recht. Sowas trifft man selten. Drei reizende Poolreiniger und Sie waren auch noch so nett, mich zu beruhigen. Ich hätte wirklich etwas dankbarer sein sollen. Nehmen Sie bitte meine Entschuldigung an. Naja, die Geschichte ist nicht ganz so, wie sie scheint. Wir sind nicht von Earls Pool Service. Wir sind nämlich Privatdetektive, die getarnt arbeiten. Genau. Hat sie denn jemand engagiert, um Roberts Mörder zu finden? Nein, nicht ganz. Wir hatten versucht, den Eigentümer festzustellen von einem Boot in King Harbor mit drei unangenehmen Typen an Bord. Wir haben herausgefunden, dass das Schiff auf Dr. Atkins registriert war, den wir dann nicht mehr rechtzeitig erreicht haben. Und da dachten wir, dass die drei, die sich auf dem Boot vom Doktor rumtreiben, auch für den Mord verdächtig sind. Aber wieso sollten die denn eigentlich Robert umbringen? Wegen seines Schiffes? Ja, könnte sein, dass das ein Grund ist. Gibt's da irgendwas Besonderes, was Sie vielleicht über dieses Boot wissen? Nein, nicht sehr viel. Offizieller Besitzer war seine Firma. Das erledigte alles sein Bevollmächtigter Sid Gorman. Also vielleicht reden Sie mal mit ihm, aber Robert hat ihm vielleicht schon gekündigt. Auf jeden Fall hat er es vor. Ja, ein guter Ansatzpunkt. Reden wir mal mit diesem Sid Gorman. Und was ist mit mir? Was soll ich tun? Keine Ahnung, Sie können sich doch stellen. Sie sagen die Wahrheit, also würden Sie auch einen Lügendetektortest bestehen. Cody Quinlan ist so ein Schwein, der würde Sie völlig fertig machen, sodass Sie schließlich irgendwas gesteht. Ja, da hast du recht. Wir könnten Sie doch vielleicht aufs Schiff bringen. Ja, das ist eine gute Idee, Mary. Hören Sie, Sherry, Sie können bei uns bleiben, ja? Da können Sie sich dann ein bisschen erholen, denn wahrscheinlich sind Sie ja ganz schön erschöpft. Das ist ja sehr nett. Und bei Ihnen, Nick, bedanke ich mich ganz besonders. Sie sind ein wunderbarer Gesprächspartner. Sie haben mir so zugehört, wie das nur wenige Menschen überhaupt können. Danke sehr. Schon gut. Oh. Das ist die Fähre. Davy, du siehst ja toll aus. Richtig gut siehst du aus. Wie war's denn so? Mir geht's nicht schlecht. Heute fühle ich mich wirklich klasse. So wie seit 8 Jahren nicht mehr. Du und Louis, ihr treibt euch immer noch mit den gleichen Typen rum, hä? Die Luft ist draußen schon anders. Ich dachte immer, das wäre ein blöder Spruch. Wisst ihr nicht, wo ein Ex-Knacki ein Bier herkriegen kann? Davy! Davy, ich hab was viel Besseres als ein Bier. Ich hab ein Boot. Und ich finde, wir nehmen das, fahren runter nach Mexiko und drehen großes Ding. Davy, dein Bruder Carter juckt mal wieder das Fell. Ich hab nämlich noch eine Rechnung offen. Diese beiden Knaben an der Küste. Und die haben dieses wahnsinnig tolle Schiff. Davy, wie fändst du das, wenn wir es ihnen wegnehmen würden? Ich hab nicht vergessen, wie man so ein Ding benutzt. Und dabei warst du 8 Jahre aus dem Verkehr. Willkommen, mein Lieber. Küstenwache der Vereinigten Staaten. Mr. Gorman, wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Natürlich, sicher. Trinken Sie vielleicht eine Tasse Kaffee oder was anderes?
Nein, danke, Sir. Das ist eine Dienstangelegenheit und kein Privatbesuch. Wir möchten Sie gern etwas über ein Boot fragen, das auf den Namen Endeavour zugelassen ist. Wir nehmen nämlich an, dass dieses Boot, die Endeavour, gestern gestohlen wurde und im Drogenschmuggel eingesetzt wird. Wieso? Wie kommen Sie denn darauf? Unsere Küstenpatrouillen haben auf dem Boot 3 Männer ausgemacht. Und diese Männer werden alle als Verdächtige in Verbindung mit Drogenschmuggel gesucht. Und Drogenschmuggel, das wissen Sie doch sicher auch, Mr. Gorman, ist ein Verbrechen. Also, das Schiff hat einem verstorbenen Kunden von mir gehört. Aber das Boot hat den Hafen seit über einem Jahr nicht mehr verlassen. Wenigstens soweit ich weiß. Ich möchte Ihnen gern einen dieser Männer beschreiben. Ziemlich groß, ca. 1,85, dunkles Haar, Schnurrbart, neigt zu Gewalttätigkeiten. Na, also, ich weiß wirklich überhaupt nichts über irgendjemanden auf diesem Schiff. Vielleicht haben Sie sich auch in dem Schiff geirrt. Könnte doch sein. Wir sollen uns geirrt haben, Mr. Gorman, bitte. Sie sprechen mit der Küstenwache der Vereinigten Staaten, ja? Mr. Gorman, falls Sie irgendeine Information für uns haben, wäre es sinnvoll, wenn Sie uns sehr bald anrufen würden. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Mühe, Mr. Gorman. Sie können ja sicher ermessen, wie wichtig dieser Fall ist. Einen schönen Tag noch. Also das ist ja wirklich großartig. Das hätte ich im Traum nicht gedacht, dass so ein Plastikabzeichen aus dem Spielwarenladen uns als Beamte der US-Küstenwache durchgehen lässt. Das ist schon sehr gerissen, nicht? Ja, gerissen. Finde ich auch. Ja. Hey Leute, guckt mal da. Sieht so aus, als geht Sid heute früher nach Hause. Wir haben ihn aufgescheucht, genau wie geplant. Jetzt aber nichts hinter ihm her. Also, wenn hier ein Kunde von ihm wohnt, dann ist er ein ziemlich mieser Geschäftsmann. Ja. Wollen wir nachsehen, wen er besuchen will? Nein, wir sollten da nicht reingehen. Wäre ziemlich schwierig, unsichtbar zu bleiben. Aber ich kann doch reingehen. Ich kann feststellen, wen er besuchen will. Ich bin sehr gut darin, mich völlig im Schatten zu halten, weil ich ja sehr drahtig bin. Also, Murray, du könntest das sicher prima unter normalen Umständen, aber das hier ist eine ziemlich delikate Situation. Das weiß man ja nun, dass ich bei der Army das Ass im Verfolgen war, nicht Cody? War das so, ja? Na, ich konnte doch eigentlich in jede Rolle schlüpfen, in völlig unterschiedliche Typen, dass niemals jemand wusste, wer ich wirklich war und keiner erfahren hat, dass ich hinter ihm her war. Mensch. Oh. Wie ein richtiges Chamäleon, nicht? Chamäleon? Nun ja, Murray, besser kann man mich wohl kaum beschreiben. Ja, und deshalb finde ich auch, dass ich das hier übernehmen sollte, findet ihr nicht? Also, ich will mich deswegen nicht mit dir streiten. Ich bin völlig einverstanden. Absolut. Ja, geh nur. Okay, Murray, du bist ein Kumpel, das muss man dir lassen. Mann, ein Chamäleon. Mach das Beste in der Kompanie. Carter! Carter, hier ist Sid! Carter, mach auf! Da fährt Sid. Was ist mit Nick passiert? Das ist unserem guten alten Chamäleon. Hinterher! Jungs! Beeil dich doch, du verlierst ihn ja! Dem Ofen kann ich nicht mithalten! Mann, habt ihr das gesehen? So schnell habe ich noch nie jemanden fahren sehen. Der muss ja 100 Meilen fahren. So schnell habe ich noch nie jemanden in der Stadt gesehen. Ja, der Typ, der da drin sitzt, heißt Sid. Lass uns abhauen, bevor er zurückkommt. Ja. Das ist ja schon merkwürdig. Wir machen Sid ein bisschen Dampf und der rast gleich los zu diesem Apartment. Nach der Adresse auf diesen Zeitschriften wohnt da ein Mann namens Carter Chapman. Ja. Also diese Titel, das Angriffskommando, Revolver und Gewehre. Mit diesen Blättern kann man ja den Dritten Weltkrieg beginnen. Was ist das für ein Typ? Könnte sehr gut dieser Angeber auf dem Boot des Doktors sein. Also sagen wir mal, dieser Carter Chapman ist dieser Schwachkopf vor dem Boot, ja? Wieso hat denn unser Sid was mit diesem Ekelpaket zu tun? Augenblick mal, bleiben wir mal bei den Fakten, ja? Wir haben da diesen Carter, der vermutlich den Doktor umgebracht und sein Schiff gestohlen hat. Ja. Und die arme Sherry war zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort und ihr wird dieser Mord angehängt. Okay, Murray, soweit sehe ich das auch so. Und wir wissen jetzt auch, dass der Doktor Sidney kündigen wollte. Also vielleicht hat dann Sidney diesen Carter angeheuert, um den Doktor zu ermorden. Du meinst, es geht um einen Mordauftrag? Ja, Moment mal, da ist was dran. Ich habe mal einen...
Artikel gelesen, dass die meisten Mordaufträge heutzutage nicht mehr von einem Profikiller von der Mafia bestellt durchgeführt werden, sondern irgendein normaler Geschäftsmann geht in irgendeine fiese Bar, in irgendeinem Kaff und engagiert einen miesen Durchschnittsknacki, um seine Frau, Freundin oder seinen Partner umzulegen. Wir müssen also nur Carter Chapman finden. Dann nageln wir diesen Sid fest und wir haben Sherry entlastet. In Ordnung. Also fahren wir jetzt los zur Riptide und sagen ihr, was läuft. Los. Sehr gut, Murray. Weißt du, Boss, du wirst wirklich immer besser. Einsame Spitze. Oh. Was? Ich glaube, da hat jemand unser Boot geklaut. Oh, die haben nein. mein Boot geklaut! Die haben das Boot geklaut und Sherry das entführt! Das gibt's doch gar nicht! Robos ist auf dem Schiff! Nick, wir müssen es unbedingt wieder auftreiben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir stinkt es bis mir hier. Die mache ich fertig! Zu laut warte mal, warte was? Mal, ich habe eine Idee. Wir können das Boot finden, indem wir das Signal von Robos mit meinem Computer verfolgen. Das ist gut, ich das will, können wir ich von der Mini ausmachen. Das gibt es nicht, dass die sich mein Boot schnappen. Halt die Klappe, Schätzchen, du kommst jetzt mit uns. Und ab nach oben. Ich empfange hier schon was, aber ich kann nicht sagen, ob es ein Radiosender oder Robos ist. Ich hab ihn. Wartet, ja, das ist er. Er ist auf dem Meer. Okay, also gut, Nick, einen Moment, hier ist es. Ich kriege einen Messwert. 33 Grad, 20 Minuten Nord, 118 Grad, 24 Minuten West. Hört sich an, als wäre es in der Nähe von Santa Barbara. Das ist die Nordküste, nichts wie hin. Ist nicht schlecht, was wir hier haben. Das Zeug ist Tausende wert in Mexiko. Und was sollen wir mit dieser Braut machen? Wir können die doch nicht ewig bei uns behalten. Ein Dienstmädchen wollte ich schon immer mal haben. Und dieses Ding ist auch ganz komisch. Vielleicht behalten wir den. Ob der wohl auch was trinkt? Sieht aus, als hätte er Durst. Hör mal, Nick. Wir sind jetzt etwa eine halbe Meile von der Sendestelle entfernt. Ich empfange hier eine Störung. Du beeilst dich lieber. Also das Wort beeilen gehört nicht zu Mimmys Wortschatz. Ich fliege jetzt eine Kurve zu der Bucht da hinten. Okay, Murray, die ist geladen und entsichert. Danke. Das Zeug ist wirklich was wert. Hey, was sind denn das für Typen? Ich sehe da unten die Boote. Ich werde sie zweimal umfliegen. Okay, Nick, wir sind soweit. Das könnten Bullen sein. Das Ding ist rosa angemalt. Bullen fliegen keine rosa Hubschrauber. Sprecht die Reptile-Detektive. Werfen Sie die Waffen weg und ergeben Sie sich. Ich wiederhole, werfen Sie die Waffen weg und ergeben Sie sich. Was will der denn? Spinnt der? Das sind diese Angeber aus dem Hafen. Und die sind doch gleich tot. Das Ding holen wir runter. Tiefer!
und los! Los, komm, hauen wir ab! Komm jetzt los! Wie geht's denn? Guter Wurf. Jetzt weiß ich auch, wofür man dieses Buch verwenden kann. Ich hatte doch recht damit, dass Sid diesen Carter engagiert hat, um den Doktor umzulegen. Du hattest recht, Cody, aber keiner von uns kannte das Motiv. Wer konnte wissen, dass Sid dem Doktor Geld gestohlen hat und dabei erwischt worden ist? Also, ich hätte das schon rausgekriegt. Hallo, ihr drei. Hallo. Ich glaube immer noch nicht, dass du den Kerl mit deinem Buch erwischt hast. Davon kommst du wohl gar nicht wieder runter, bloß weil ich keinen Stein genommen habe. Hey, du lachst ja zur Abwechslung mal. Ich danke euch allen drei. Und eins sage ich auch gleich, die Rechnung geht auf mich, inklusive Trinkgeld. Oh, dann lächle ich jetzt aber. Ja, und ich gleich mit. Ach, ja, ja, ja. Da ist ja wieder unser Dreierkommando. Ich habe schon alles gehört. Rote Blendraketen, Bomben explodieren überall. Hört sich ja ganz toll an. Ach ja, hat schon Spaß gemacht. Wollt ihr vorweg schon mal was trinken? Für mich nur ein Ginger Ale. Ja, das Übliche. Übliche. Ja. Drei Molotow-Cocktails und ein Ginger Ale. Ist das nicht toll? Zum ersten Mal seit 2 Tagen kann man sich mal zurücklehnen. Na, das habt ihr auch verdient. Eine Zeit lang war ich vollkommen fertig, aber ihr habt mich wieder aufgerichtet. Und ich möchte euch dafür danken. Hallo, Leute. Hey, hallo, Tammy. Hallo. Hallo. Das ist Sherry Myers. Also, wir feiern hier gerade. Vielleicht möchtet ihr euch dazusetzen. Also, das würden wir schon gern, aber wir sind mit Freunden zum Essen verabredet. Mit Freunden? Ja, ihr kennt doch noch Todd und Mitchell. Im letzten Jahr waren sie hier Volleyballtrainer. Sie sind gerade in der Stadt und haben uns besucht. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Vielleicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Die beiden scheinen sehr nett zu sein. Ja, sie sind bezaubernd, bezaubernd. Und Nick und Cody gehen hin und wieder mit ihnen aus. Todd und Mitchell. Erinnerst du dich noch an diese beiden Oberpfeifen? Wie konnten sie sich nur mit solchen Schwachköpfen treffen? Ach, wer weiß. Naja, beim Reden waren die beiden sehr gut. Vielleicht haben die auch das Buch gelesen.